Maja? Maja, alles gut bei dir? Sprachfunktion, ruf die Polizei! Daniel Klattmann und Justin Böttger eilen dem verletzten Kindermädchen zur Hilfe. Vor Ort treffen die Beamten zunächst auf einen völlig perplexen Pizzaboten. Moin! Hallo! Moin, haben Sie uns angerufen? Nein, ich nicht. Sie sind der Pizzaboten, bleiben Sie einfach mal stehen. Ja? Hallo? Wo sind Sie, oben oder unten? Komm von oben. Oben? Bitte kommen Sie hoch! Sind Sie alleine? Ja! Alter, Scheiße! Was ist denn hier passiert? Kommen Sie erst mal. Achtung! Lehnen Sie sich mal hier an. Erzählen Sie mal meinen Kollegen, was los ist. Hallo. Hi. Wollen Sie einmal aufstehen? Können Sie aufstehen? Ich glaube schon. Ja? Achtung. Oder sind Sie verletzt? Brauchen Sie einen Rettungswagen oder sowas? Ich glaube, es geht alles. Ich habe aufgeräumt und dann hat die Maja und Rocco, wo sind die überhaupt? Kurze Frage, Sie sind die Frau Schröder, Sie haben uns alarmiert. Genau. Okay. Ich bin hier die Nanny. Ach, Sie sind die Haushälterin? Nee, Nanny. Oder die, ich passe auf die Kinder okay, auf, alles klar. Und die Maja hat irgendwie geschrien und ich wollte nach ihr gucken und bin gestolpert und dann hat mir jemand einen Sack über den Kopf gezogen und mich gefesselt. Okay. Und dann habe ich konnte dann noch die Polizei rufen mit der Sprachfunktion von dem Handy. Sehr gut. Aber wo sind die Kinder? Oh Gott, was ist das? Wie viele Kinder sind es denn? Zwei, Maja und Rocco. Maja, Rocco? Genau. Okay, wo ist die Mama? Die ist arbeiten heute. Und heute ist auch mein erster Tag. Und mal hier oben. Ja, eine extra Schicht. Maja! Die fieberhafte Suche nach den Geschwistern beginnt. In der Küche finden die Beamten zwar ein regelrechtes Schlachtfeld vor, von den Kindern fehlt allerdings jede Spur. Frau Schröder, wie sieht's denn hier aus? Das habe ich auch nicht gemacht. Was ist denn hier los? Wo sind die Kinder? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Na, Sie haben mich doch tatsächlich bestellt. Also Ich habe keine Pizza bestellt. Also heute habe ich einen Anruf bekommen. Und dann nehme ich Firma Pizza Salami halt eben. Ich habe das nicht bestellt. Und was ist hier passiert? Das haben Sie auch nicht so hinterlassen. Das haben Sie auch nicht so hinterlassen. Nee, auf keinen Fall. Also, wir haben jetzt zwei verschwundene Kinder, einen Pizzaboten, den niemand bestellt hat, und eine Küche, die aussieht wie bei Hempelson am Sofa. Ja, und gut. Ich würde sagen, das sind erstmal die Kinder. Alles klar, haben die Rechnung ist erstmal egal. Die Rechnung ist erstmal egal, die können erstmal rausgehen. Vor dem Haus stellen die Beamten Fußspuren sicher. Die stammen offenbar von den Kindern und führen in das benachbarte Waldstück. Was ist das da? Oh, das ist die Handspanne von der Maja. Von der Maja? Scheiße, dann sind die echt im Wald gelaufen. Das ist erstmal nichts Gutes. Oder entführt worden, keine Ahnung. Wer war überhaupt in meinem Haus? Okay. Ich würde sagen, die führt ja hier hin. Wir gehen einfach mal den Weg hoch, oder? Wir gucken mal, wo es hier lang geht. Ja. Und ob wir sie vielleicht finden. Hätten die denn einen Grund gehabt, vielleicht abzuhauen? Hatten sie Ärger mit denen? Ich weiß nicht. Nein, wie gesagt. Hörst du das? Mal. Daniel. Ja? Die Polizei ist da. Hallo? Bist du die Maja? Was ist das? Bist du die Maja? Ist das die Maja? Geht's dir gut? Bist du verletzt? Sie? Frau Schröder. Du bist die Maja? Ja. Was hast du denn da gemacht an der Backe? Das ist aber kein Blut. Nein, das ist Lippenstift, glaube ich. Ja, aber. Wo ist der Rocco? Der Rocco ist in ein Fischernetz gefangen. Wie in ein Fischernetz gefangen? Irgendwo Fischernetz. Hier. Im Wald ein Fischernetz? Maja, was habt ihr denn überhaupt gemacht? Erzähl doch mal, was habt ihr gemacht? Wir wollten einen fiesen Streich spielen. Oh Gott. Guck mal, da ist das. Weißt du, wo der Rocco Förster ist? Nein. Moin. Passen Sie auf, die Maja auf. Ja, Maja, Hintergrund. Gib mal deine Hand. Hallo. Dafür sind wir gerade da, und um das aufzuklären. Wir haben jetzt zwei Kinder im Wald. Das eine haben wir jetzt aufgefunden, aber der Bruder fehlt noch. Sie sind, was sind Sie? Förster, der Jäger? Was machen Sie? Der Jagdvorsteher. Der Jagdvorsteher. Okay. Gut, der kleine Rocco. Wie alt ist er? 10 Jahre, braune Haare. Ja. Haben Sie so eine Person irgendwo gesehen, so ein Kind hier gesehen? Sie soll sich in einem Fischernetz befinden. Fischernetz? Haben Sie sowas hier rumliegen? Fischernetz. Irgendwo hängen. Haben Sie sowas hier aufgestellt, zur Jagd Netze oder so? Fischernetze keine. Nee, aber Netz an sich, irgendwie sowas in der Art. Ich rufe mal die Mutter erstmal an. Sie jagen nur mit Waffe oder? Ja, ich habe jetzt hier den Hasen erlegt, der ist wahrscheinlich angefahren worden, der hat einen Lauf kaputt gehabt, den muss ich erlegen. Alles klar. Aber ansonsten, ansonsten jagen werden die, ich bin wie gesagt. Aber guck, Sie haben doch da ein Netz hinten drin. Zeigen Sie mal. Ja, da haben wir es doch. Maja, war das so sieht das so nett aus, Maja? Guck dir das mal an. Guck mal, ist das, uns wo der Rocco jetzt drin ist? Ja. Sieht das so aus? Mhm. Wo haben Sie die denn aufgestellt? Nein. Haben Sie ja doch Netze. Ja, aber das ist ja kein Fischernetz. Ich sag ja, ein Fischernetz oder Netz. Nee, okay, ne? Das ist, bitte, wir suchen einen Jungen. Wo haben Sie so ein Netz aufgehangen? Ja, wir haben, nicht wir. Also ich bin auf der Suche nach einem Fuchs, der hatte Staupevirus und ich
Ja, muss den empfangen, deswegen. Gut, gut. Wo ist denn das gewesen? Das ist da hinten in der Ecke. Gut, wie wäre es, wenn wir da ja, kommen Sie, gehen wir drauf. In die Richtung gehen? Der Förster ist zwar berechtigt, Lebendfallen aufzustellen. In diesem Fall sind sie jedoch zur großen Gefahr für den 10-jährigen Jungen geworden. Guck mal, da ist auch so ein Teil da. Ja. Da ist aber keiner drin, ne? Ich sehe auf jeden Fall keinen. Guck mal da. Ich glaube, da liegt er. Die ganzen Smarties hier auf dem Boden, schau mal. Das ist so ein bisschen hier Hänsel und Gretel-Style. Ja, guck mal, da ist er doch. Da ist er doch. Rocco? Hey, Rocco. Bist du Rocco? Geht's dir gut? Komm, steh mal auf, du bist doch ganz nass. Steh mal auf. Hey, geht's dir gut? Hast du dich verletzt? Was ist mit dir? Hast du denn verletzt? Ist dein Fuß kaputt? Wir sind von der Polizei, du kannst mit uns reden. Geht's dir gut? Ist das der Rocco? Ja, Rocco. Was hast du gemacht? Bist du unter Schock? Was ist denn passiert, Junge? Komm, steh mal auf, du bist doch ganz nass. Kannst du auch aufstehen? Geht's dir gut? Aufkomm. Kannst du laufen? Kannst du stehen oder soll ich mich tragen? Du humpelst ja. Was ist da los? Erzähl mal. Hast du deinen Fuß umgeklickt? Mit uns reden. Wir sind für dich da. Ich bin in dieses Netz gefangen worden. Bist du da reingelaufen oder wie? Ja. Ja? Ja. Bist du durch den Gegend gelaufen und dann hat zack, bist du ins Netz gekommen, bist du nicht mehr rausgekommen. Also bist du wieder rausgekommen? Ich hab mich rausgekommen. Ja? Ich hab mich rausgekämpft. Okay, ja. Wo bist du denn reingelaufen? Zeig uns das doch mal. Pass auf, nicht, dass du wieder hinfällst. Hast du dich verletzt, weil du humpelst? Ja. Oh je. Bist du umgeknickt? Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn da mal ein Rettungs. Wo bist Sanitäter du denn? Wo bist du da reingelaufen? Im Krankenhaus damit. Ja. Da rein? Hier ist auch ein großes, da ist ein Loch, ein großes Loch, ne? Ja. Hängt da noch ein bisschen, ist alles zerfetzt und so. Ich denke mal, da bist du rein. Ja. Da bist du schon groß und stark, ne? Ja. Sehr gut. Aber Rocco, was habt ihr überhaupt hier im Wald gemacht? Wieso seid ihr aus dem Haus rausgelaufen? War da irgendwer im Haus außer mir? Ich würde sagen, wir gehen mal wieder vor, schön ins Warme. Ich würde sagen, Mama kommt ja auch gleich. Und dann erklärt ihr uns das mal alles. Mutter, ja? Weg ist ja gleich hier. Soll ich dich tragen oder kannst du laufen? Laufen. Ja? Okay. Hast du hier die ganzen Smarties verloren oder was? Ja. Maya? Oh je. Aber das ist auch ein Abenteuerspielplatz hier im Wald, ne? Ja. Macht ja auch Spaß, das stimmt. Habe ich selber früher gerne gemacht. Hoppala, siehst du? Nicht, dass du nochmal stolperst. In der Zwischenzeit ist auch die von dem Kindermädchen informierte Mutter zu Hause angekommen. Jetzt gilt es für Daniel Klattmann und Justin Böttger zu ermitteln, was sich hinter dem brutalen Überfall auf die Nanny verbirgt. Wir haben einen Anruf bekommen von der Frau Schröder, von ihrer Nanny, dass irgendein Überfall stattgefunden hat. Wir sind dann hier ins Haus, die Tür war auf, ein Pizzabote stand im Flur und sie lag oben gefesselt mit der Tüte über dem Kopf im Flur. Ich habe weder die Pizza gerufen, die Küche ist verwüstet. Ich weiß gar nicht, was passiert. Habt ihr was gesehen? War irgendwer im Haus? Wieso seid ihr rausgegangen? Hattet ihr Angst? Was habt ihr denn gemacht? Was ist denn passiert? Warum war ihr denn im Wald? Das ist jetzt ganz wichtig für uns. Falls euch jemand überfallen hat, dass wir die Person noch finden können, dass wir nach der fahnden können. Ist hier irgendwas vorgefallen? Ihr könnt es ruhig erzählen. Erzähl mal, komm. Wir wollten einen Streich spielen. Was für ein Streich? Wem wollt ihr einen Streich spielen? Christina. Was, der Frau Schröder? Ich meine, sie hat heute ihren ersten Tag. Ja, das sagte sie bereits, ja. Und ihr wolltet ihr einen Streich spielen, warum das denn? Mögt ihr sie etwa nicht? Damit wir mehr mit unserer Mutter die Zeit verbringen. Ja, aber so. Das soll ich so machen. Könnt ihr das sagen? Aber was habt ihr denn gemacht? Habt ihr mich gefesselt? Also ihr müsst jetzt mal die Wahrheit sagen, ne? Ihr habt, also eure Haushälterin oder die Nanny, die Christina, haben wir ja oben gefunden. Habt ihr das geschafft, die irgendwie zu fesseln? Was ist da passiert mit ihr? Wir haben sie stolpern lassen und haben ihr ein Zeug über den Kopf gezogen. Das ist nicht oder? Was? Gott, ich dachte schon, es wäre jemand Fremdes hier. Aber sowas könnt ihr doch nicht machen. Aber was ist denn für eine Idee? Warum sagt ihr denn nichts? Habt ihr auch hier die Küche so verwüstet? Ja. Und die Pizza gerufen? Ja. Das? Die Pizza wurde habt ihr angerufen? Da habt ihr aber ganz schön faustdick hinter den Ohren. Und dann seid ihr weggelaufen. Dann bin ich selbstständig. Schon eine Pizza anrufen können. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte, es wäre jemand Fremdes hier eingedrungen. Das könnt ihr doch nicht machen. Ja, aber Maya, die könnt doch mit mir reden. Die könnt doch mit eurer Mutter darüber reden. Ihr könnt doch nicht die... Das könnt ihr doch nicht machen. Guck mal, jetzt kam extra die Polizei hier vorbei. Ja, was habt ihr also, denn für Ideen? Nicht nochmal machen. Ja? Ja?
Weiß ich überhaupt auch mal hierher kommen. Immer alle zu ich glaube auch hier, müssen wir mal reden. Dass das in Zukunft funktioniert. Ja, das tut mir auch irgendwie total leid. Ich meine, das Sie haben hier einen ersten Tag. Und ja, Gott. Guck mal, ihr seid doch so selbstständig. Ihr könnt schon hier Pizzaboten anrufen. Dann könnt ihr doch auch mal einen Tag ohne die Mama aushalten, oder? Einfach passt schon, ein bisschen oder? Mal mit den Kindern quatschen, vielleicht mit Papa noch zusammensetzen, ein bisschen Zeit mit den Kindern. Ja, ich habe ein bisschen viel gearbeitet die letzte Zeit, aber manchmal geht das einfach nicht. Natürlich, anders. Kann ich nachvollziehen, aber ist das sehen Kinder so. Natürlich anders als Erwachsene. Bestimmt. Ne? Da die Kinder mit 8 und 10 Jahren noch nicht strafmündig sind, haben sie keine juristischen Konsequenzen zu befürchten. Nach diesem turbulenten Einsatz gibt es bei Polizeioberkommissar Daniel Klattmann und Polizeikommissar Justin Böttger noch Redebedarf auf der Fahrt zur Wache. Hier ist was los. Also ich hätte es ja wirklich gerne gesehen, wie diese Kinder diesem armen Hausmädchen da Wahnsinn. Den Stoff hier zwischen die Beine werfen. Das ist ja ein perfider Plan. Sie fliegt hin, Tüte drüber. Also, ich möchte ja nicht wissen, was passiert, wenn ich lieber erwachsen bin, ganz ehrlich.